Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu diesem Video. Was ist in der letzten Woche alles passiert? Da bin ich einmal im Urlaub in den letzten anderthalb Jahren und direkt überschlagen sich die kompletten Infos und Leaks und Neuigkeiten und. Es war ja vor 3 Wochen, glaube ich, ist jetzt her die Gamescom und jetzt kam raus, dass hinter verschlossenen Türen die Switch 2 gezeigt wurde. Natürlich nur Dev-Kits, keine finalen Versionen. Es gibt natürlich auch keine Fotos und so. Aber wir haben von verschiedenen Leakern, von verschiedenen Quellen verschiedene übereinstimmende Informationen. Und ich würde so ein Video nicht machen, wenn ich mir relativ sicher wäre, dass vieles davon wahr ist, beziehungsweise so wahrscheinlich auch passieren wird. Ich habe hier gerade den Twitter-Account von CentroLeaks offen, der das eigentlich alles gut zusammengefasst. Und ich will da einmal durchgehen und auch noch ein, zwei Sachen von meiner von meinem Standpunkt her sagen. Also wir wissen, eine Switch 2 wurde auf der Gamescom hinter verschlossenen Türen verschiedenen Entwicklern gezeigt. Vor allen Dingen, ich glaube, Square Enix war das, weil Square Enix ja auch Final Fantasy VII Remake auf die Switch 2 bringen möchte als Launch-Titel. Gezeigt wurden unter anderem Breath of the Wild, eine verbesserte Version, das heißt wahrscheinlich einfach 60 Frames. Vielleicht sowas wie 4K, vielleicht auch nur 1080p, 60 Frames und Raytracing, vielleicht auch einfach mehr Details, ganz genau weiß man das natürlich nicht. Die schreiben ja auch einfach nur Tech-Demo. Da steht auch freier Framerate und Resolution. Okay, genau das, was ich mir auch dachte. Matrix Awakens, eine Unreal Engine 5 Demo. Das heißt, Unreal Engine 5 läuft auf der Switch 2, das ist huge. Und das Ganze Support natürlich durch Nvidia DLSS. Ich glaube, als die Switch rauskam, war das schon ein übles Thema mit der Nvidia DLSS-Technologie. Jeder, der mal vielleicht in letzter Zeit GameCube emuliert hat, weiß vielleicht, was Nvidia mit DLSS alles drauf hat. Schaut euch einfach mal GameCube-Spiele an, die DLSS aktiviert haben, wie die aussehen. Nur mit diesem einen kleinen Haken, dass da die Grafikkarte nachrendert. Extrem krass. Dann wissen wir, dass das Ding 12 GB RAM haben soll. Das ist, hier steht es auch, die Switch hat 4 GB RAM und die aktuelle PS5 zum Beispiel hat 16 GB. Würde also auf jeden Fall sehr gut passen. Hier stehen sogar noch mehr Informationen. Breath of the Wild Demo war 4K, 60 Frames und DLSS extrem krass. Ladezeiten auf der Switch 2, normalerweise Breath of the Wild 30 Sekunden und auf der Switch 2 instant. Das ist huge. Da habe ich richtig Bock drauf. März 24 entweder Reveal oder Launch, das ist auch extremst nice. Und was wir auch wissen, es wird einen neuen oder einen weiteren Cartridge-Slot geben. Also irgendwas um den Cartridge-Slot soll sich ändern. Und jetzt gibt es ein paar krasse Gerüchte, wo ich auch mega Bock drauf hätte. Und zwar, dass es eine Backkompatibilität zum 3DS gibt, die Switch 2 eventuell zwei Screens hat oder das anders löst. Wie, keine Ahnung, lass uns überraschen. Und man die alten 3DS-Spiele, die Cartridges einstecken kann und die alten 3DS-Spiele spielen kann auf der neuen Switch 2. Vielleicht auch durch eine Emulation. Stark genug sollte die sein, kann ich aber eigentlich nicht vorstellen. Ich denke eher, dass ähnlich wie auch damals bei einer Wii ein 3DS eingebaut ist und man damit dann quasi nativ die Spiele spielen könnte. Dasselbe würde dann auch für den DS, glaube ich, also die Möglichkeiten wären auf jeden Fall grenzenlos, wäre extrem geil. Schreibt mal gerne eure Meinung zur Switch 2 unten in die Kommentare. Würde mich extrem interessieren, ob ihr da Bock drauf habt. Wenn das Ganze wirklich nächstes Jahr schon ist, Leute, das ist nicht mehr weit. Ne? Wir haben jetzt September, nochmal ein halbes Jahr hin, dann entweder Reveal. Also ich denke nicht, dass da Launch ist, aber Reveal auf jeden Fall. Habe ich extrem Bock drauf und dann vielleicht Mitte, Ende nächsten Jahres die Switch 2 mit so krasser Performance und das Ganze immer noch im Handheld-Modus. Kann extrem, extrem cool werden. Außerdem haben wir jetzt die nächsten Tage, entweder war es jetzt schon oder kommt die nächsten Tage, die Nintendo Direct. Da werde ich auch noch ein Video zu machen, weil da wurde auch schon extrem viel Geiles geleakt. Falls ich das vor der Direct noch schaffe, werde ich das machen. Ansonsten genießen wir zusammen die Direct. Sehr coole Spiele, die da auf uns zukommen und die da revealed werden. Ich hoffe, dass die Direct uns da nicht enttäuschen wird und da auf jeden Fall einiges Cooles kommt. Der Pokémon DLC kommt entweder heute oder morgen raus. Also um Nintendo rum passiert gerade extrem viel cooles Zeug. Ich würde mich wie immer selber ein Follow auf den Kanal freuen, wenn ihr da nichts verpassen wollt. Und über ein Like auf dem Video.
und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.